Habe ich da etwa einen Kuss gesehen? Ich Gut. weiß nicht. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Kann ja schon sein. Uiuiui. Auf jeden Fall waren wir wieder vereint in, Na gut, ich habe mich entschieden. Ich werde sie heiraten. Ich sage es ihr bei nächster Gelegenheit. Zeit, das Drumherumgerede zu beenden. Wir haben es bis hierher geschafft. Es wäre verrückt, unsere beiden Gefühle zu verleugnen. Na gut, Prinz, wenn du meinst. Wer nicht hören will, muss fühlen. So, das Tor ist genau wieder zugegangen. Alles klar, wahrscheinlich müssen wir irgendwas draufschieben. Irgendwie so eine Kiste oder sowas. Damit der Schalter gedrückt bleibt, weil so lange... Also so schnell können wir auch nicht laufen. Na, mal gucken, wann das Tor wieder zugeht. Ja, nee, das können wir nicht schaffen. Irgendwo hier müsste eine Kiste stehen und ich meine dort hinten vielleicht auch schon eine zu sehen. Was ist das hier? Ja, das können wir bewegen, alles klar. So, dann am besten hier hinter, denn nach vorne schieben geht immer ein wenig leichter. Ja, und da sehen wir natürlich auch den Zusammenhang zwischen Haft und zwischen Gleitreibung. Sehr schön, ne? Am Anfang ist es sehr schwer, das Ding zu schieben. Und am Ende etwas leichter. Der Prinz rennt ja schon fast, ne? Wupp. Tür geht auf. Wir rollen uns in Richtung der Kamera, weil da das Tor ist. Und zack, sind wir durch. Und was ist das? Das Blut? Na gut, nicht drüber nachdenken. So, schön drunter durchgerutscht. War aber dumm, denn die Tür ist zu. Das hätten wir uns besser überlegen können. Uiuiui. So. Wo geht's jetzt weiter? Die Tür... Ach, da ist ein Schalter. Mensch. Ich hätte gedacht, wir würden den jetzt erreichen. Ah, okay. Dann würde ich mal sagen, rennen wir da hin. Genau so. Schnell drüber. Das war wirklich geplant, ob ihr es glaubt oder nicht. Jetzt sind wir in diesem Raum. Das ist wieder so ein Zeitschalter. Da brauchen wir wahrscheinlich wieder... Wieder irgendwas zum Raufpacken. Eine Folterkammer. Es war das erste Mal, dass ich die Gerätschaften aus der Nähe sah. Nah genug, um sie zu berühren. Wo waren die Männer, deren Aufgabe es war, Antworten auf die dringlichen Fragen des Königs auszupressen? Am Ende ereilte sie das gleiche Schicksal wie ihre Opfer. Wächter und Gefangene, gleichgestellt durch den Sand der Zeit. Das hat der Prinz echt schön gesagt. Ein Glück sind die Folterleute nicht mehr da, aber die Fledermäuse wieder. Na, 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 Fledermäuse! Ah, wir lassen uns hier nicht runterwerfen. Keine Sorge. So, noch eine Fledermaus, dann haut er ab. Ich weiß doch, ihr seid doch hier, ängstliche Fledermäuse. So. Ihr könnt ja nur in der Gruppe stark sein, ne? Gibt's ja auch einige Landsleute, die immer nur in der Gruppe stark sind. Mehr sage ich dazu mal nicht. So, wo können wir jetzt lang? Ist eine gute Frage, denke ich. Ich höre auch irgendwo so eine Wolke. Hört das auch? Naja, können wir hier irgendwie darüber springen? Na, wir können es probieren. Boah. Das war schon, ich möchte sagen, ein mutiger Sprung. Und hier kommen wir nicht hoch. Das klappt so nicht. Aber wir können vielleicht gegen die Schalter springen. Probieren wir es mal. Ja, klappt. Dann holen wir den mal auch ran. Wupp. Und dann klettern wir hier wieder möglichst schnell zwischen den beiden Dingern nach oben. Falls die wieder auseinanderfahren nach einer gewissen Zeit. Es wird immer lauter, dieses... Diese Sandwolke. Die ist doch hier irgendwo. Naja, ach, da hinten ist sie, ne? Wupp und schwupps. Nehmen wir die Sandwolke gleich mit. Das heißt, man kann mindestens noch einen Container mehr sammeln, sonst gäbe es die Wolken hier nicht. Ah. Mensch, da müssen wir abspringen von der Wand im richtigen Moment. So. Und nochmal. Wupp, genau. Und schwupp. Und schwupp. Ich mag ja Spiele, wo Timing so wichtig ist. Und das ist hier beim Springen ziemlich wichtig. Also wenn ihr das Spiel auch spielt, empfehle ich euch, holt euch ein Gamepad.
und zockt es mit Gamepad und vor allem, ja, genießt es einfach so wie ich, ey. Es ist einfach, wow. Es ist einfach super, super duper geil. So, einmal von der Leiter weg, dann ist die Leiter kaputt. Alles klar, die fällt halt runter. Ein Glück hängt sie hier sowieso noch. Ist ja nicht selbstverständlich. So. Und wir sind wieder oben. Ach, und Farah ist wieder da. Wundervoll. Ein wenig Sorgen haben wir uns ja schon um sie gemacht. Dann werden wir ihr sicherlich gleich erzählen, dass wir sie unbedingt heiraten wollen. Was die hier noch für Musik rauszaubern zum Ende des Spiels. Richtig geil. So, dich knallen wir auch mal kaputt. Dich machen wir mal auf die leichte Art und Weise fertig. Mit Hilfe der Dolchmagie. Zack. Na, los, komm. Lass dich einsammeln. Wupp. Hier jetzt nicht irgendwie auf Farah hier so einen Schwinger ablassen. Der Einzige, der hier schwingen darf bei Farah, das sind wir. Wupp. Ah, da hat sie doch einen erwischt hier. Du blödes Viech. So. Natürlich gut, wenn wir den Kampf irgendwie so ein bisschen verlagern könnten, weg von Farah. Vielleicht räumen wir hier mal auf mit Dolchmagie. Aua. Zack. Und frisseln die mal alle kaputt. Zack. Und hier mal wieder mal Walljump. Hupp. Ah. Oh, geht nicht mehr. Alles klar. Alle mal bitte weg von Farah. Das wäre ganz großartig. So. Dann machen wir dich wieder mit Dolchmagie hier kaputt. So. Und jetzt dich. Und dich in der Luft. Und den anderen auch in der Luft. Fantastisch. Über euch springen wir einfach mal wieder rüber. Ihr seid ja glücklicherweise nicht ganz so hart. So. Und dich nehmen wir auch gleich mit. Und schwupp. Ah, wir haben schon gut Energie verloren, muss man ja mal sagen. Ah, euch lieber mit Dolchmagie. Wupp. Wupp. Und Schnitzel und Fritzel. Ah, das möchte ich nicht. Ein bisschen Energie sollte man schon mal aufheben. Ah, verdammt. Ah, ah. Oh je, ein Treffer und das war's. Lass mich den mal aufsammeln, bitte. Danke. Na gut, Farah hat noch genug Energie. Kümmern wir uns gleich drum. Nein, das war nicht so clever. Ist natürlich ärgerlich, dass jeder Schlag uns jetzt kaputt macht. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen Wasser suchen. Weil ja jeder Schlag auch dafür sorgt, dass wir nicht mehr zurückspulen können. So, dich mal wieder gedolcht und dich mal wieder gedolcht. Zack. Nein, schnell aufsammeln, schnell aufsammeln! Ah nein, der hat sich wieder regeneriert. Ärgerlich. Zack, dann sammeln wir dich mal auf. Können wir einen von euch auf jeden Fall nochmal einfrieren. Sehr gut, Farah, vielen Dank. Na gut. Ah, na großartig, ich dachte, wir können das blocken. Wir wissen ja schon, was du vorhast. Und zack, und wupp! Schön ausgewichen. Ich hoffe, das war's. Hui. War ja auch ein Kampf, der sich gewaschen hatte. Also, das hat ja schon Probleme gemacht. Haben wir denn hier irgendwo ein wenig Wasser vielleicht? Da kommen wir gerade raus. Also, hier muss doch irgendwo ein Brunnen sein. Das kann man mir ja jetzt hier nicht erzählen, dass hier nicht irgendwo ein Brunnen wäre oder so. Ja, so ein Brunnen, der muss ja hier irgendwo sein, ne? So ein Brunnen, da ist ein Brunnen, großartig. Mich auch sehr gewundert, wenn jetzt hier, ne? So, na dann süffeln wir uns mal wieder voll. Wie lang das auch schon dauert. Bin auch gespannt, ob wir noch so ein Lebensenergie-Update kriegen. Na, bevor wir jetzt die ganzen Schalter hier aktivieren, schauen wir mal, was hier oben ist. Ah, noch eine Sandwolke. Das hat sich gelohnt. Ich mache mein Headset ein wenig zurecht. So. Was ist, wenn wir da rüber springen? Nichts Großes, wie mir scheint. Nun gut, dann wieder runter und mal ein wenig, ja, und dann mal ein wenig schauen, welche Schalter wir denn jetzt hier aktivieren können. So, ich mach's mal ein bisschen schneller, indem ich hier an der Wand lang laufe.
Schwupp. So, was passiert denn? Ah ne, holen wir uns erstmal die Vision zum Abspeichern, bevor uns irgendwas Blödes passiert. Ups. Ach herrje, Pharah. Willst du uns verraten? Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Alles in Ordnung. Ich bin's. Ich bin es. Seht, endlich sind wir da. Der Turm der Dämmerung. Eieiei, Prinz, guck mal nicht so böse, ja? Die Frau, die will dir doch nur was Gutes tun. Mensch. Viel ist in den Visionen nicht wahr geworden und das wird hoffentlich auch nicht wahr werden. Oder doch? Ich weiß es ja nicht. So, jetzt haben wir hier was hochgefahren, aber wahrscheinlich wird das nicht von Dauer sein. Ha, da fährt es wieder runter. Toll. Bin genau in die falsche Richtung gelaufen. Gut, dann gehen wir nochmal hoch und versuchen das dann mal zu erreichen. Ich glaube, die Zeit reicht. So, schnell die Kamera gedreht. Wupp, dann gehen wir hier gleich mal an der Wand lang. Da geht das bestimmt ein Stück. Genau, fixer. Und dann da hoch. Zack, was passiert denn, wenn wir jetzt darauf gehen? Ah, es geht auf der anderen Seite hoch. Ach, seht mal, dann schaffen wir es bestimmt, wenn wir möglichst schnell unterwegs sind. Schaffen wir es dann bestimmt, diese Kiste dort runter zu schieben. Die können wir dann auf irgendwas anderes schieben und dann geht das nämlich auf. So wird's sein. Jetzt habe ich so lange gewartet, dass der Schalter wieder rausgeht. Genau, wupp. Aktivieren wir den nochmal und dann einfach jetzt hier mal stupide runter. Auch wenn es ein wenig Energie kostet. Zack, 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 möglichst schnell. Und dann mal sehen, auf welchen Schalter wir das Ding schieben müssen. Aber wir brauchen es auf jeden Fall. Wupp und schnell hier rüber. Zack. Dann runter mit der Kiste. Ah, wir können sie nur hier runterschieben. Gut. Ah, nicht rauf, runter. Zack, zack, zack. Hüpp. Na, hoffentlich geht die nicht kaputt. Ist sie nicht. Sehr schön. Und natürlich die Frage, wo wir die hinschieben müssen. Also, was haben wir denn hier noch so für Schalterchens?